Die CDU-CSU-Bundestagsfraktion wird darauf achten, dass jedem Anliegen der SPD ein Anliegen von CDU und CSU gegenübergestellt wird. Und nur im Paket wird das Ganze dann verabschiedet. Und dann habe ich ja die kritischen Anmerkungen durchaus gelesen und gehört, dass wir den Finanzminister nicht mehr stellen, welche Risiken damit verbunden sind. Da kann ich nur sagen, wir werden als Bundestagsfraktion zeigen, dass das Haushaltsrecht das Recht des Parlaments und nicht eines SPD-Finanzministers ist, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und darauf wird es ankommen, dass wir zeigen im Parlament, in der Bundestagsfraktion, dass wir Dinge ganz genau uns anschauen und nicht zulassen, dass da einer aus dem Ruder läuft.